So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes, ne? Grüß euch. Wir sind die White Man Group, wie man sieht, mit dem Redhead. Wir haben Takis getestet, testen gerade Takis die ganze Reihe durch, eins nach dem anderen, immer in einem extra Video, damit ihr genau wisst, was schmeckt nicht und welche Sorten haben wir denn überhaupt. Letztes Video hatten wir die Takis Dragon Sweet Chili. Wir waren uns einig, das waren die besten vom Geschmack her, die wir bisher hatten. Wir haben zwar noch nicht alle gehabt, aber die waren wirklich lecker, richtig angenehm, trotzdem Schärfe vorhanden. Im Nachhinein hat es dann auch geprickelt, das war cool. Kein störender Limettengeschmack, einfach angenehm, einfach lecker. Heute, und jetzt müssen wir aufpassen, wir kommen nämlich von der Schärfeskala von Hot zur Schärfeskala Extrem. Hier steht Extrem drauf, denn das sind Takis Nitro. Takis Nitro. Die sind wohl mit Habanero Lime. Da ist schon wieder Limette drin, aber was habe ich gesagt? Der Limette-Geschmack stört. Bei den Samyang Habanero Lime Nudeln ist das aber unglaublich genial kombiniert und mundet. Wenn das jetzt auch die Kombination zwischen Habanero und Lime ist, kann das vielleicht sogar was werden? Ansonsten wüsste ich nicht, was der Unterschied sein soll. Wenn die Fuego einfach komplett nach Leim schmecken, sie hier auch wieder Schafe haben mit Leimgeschmack und irgendwie die nächsten und übernächsten auch wieder einfach nur mit Leim sind und scharf, also da ist das ja gefühlt fast immer genau die gleiche Sorte. Wir füllen die jetzt erstmal hier ein. Die sehen rot aus. Die sehen rot aus. Die Fuego, die sahen auch rot aus. Die sehen aus wie die Fuego. Die Fuego haben absolut nicht geschmeckt, weil die so extrem einfach nur nach Limette geschmeckt haben und das gewöhnungsbedürftig war. Jetzt ist das hier Habanero Lime und sieht aus wie Fuego, was nicht geschmeckt hat. Also ich ahne Schlimmes. Wir halten es mal fürs Thumbnail trotzdem hier die Tüte rein. So, das war das Thumbnail. Wir müssen kurz mal anstoßen mit dem Leitungswasser. Genau. Wir müssen neutral an die Sache rangehen. Das sind so Szenen, die hätte ich einmal aufnehmen können und immer wieder reinschneiden. Für die ganz einzelnen Videos immer. Hey, wir probieren jetzt hier Takis Nitro. Sieht aus wie so Schinkenröllchen. Ne? Haben auf jeden Fall eine coole Farbe. Sind sehr dunkel, Farbe passt, die sind richtig dunkel, Schinkenröllchen für den Mund. Mm. Mm. Das ist ein ganz seltsamer Geschmack. Da ist irgendwie erstmal gar nichts vom Geschmack und plätschert vor sich hin wie in einem Waschbecken. Dann hast du das Limette, was von hinten leicht daherflattert. Aber die Limette, die haut ja richtig rein. Also ich fand, die Fuego waren schärfer und ich fand, die Fuego haben auch mehr nach Limette geschmeckt und die Fuego waren insgesamt präsenter. Hier, die sind so unscheinbar irgendwie. Vielleicht muss man einfach wieder zwei, drei mit einmal essen dann. Ja, aber das Problem ist, wenn du das erste Mal reinbeißt, dann ist es schon, sehr seltsam. Der Geschmack. Bei dem war es jetzt komplett anders. Das andere, das hat erst noch gar nichts geschmeckt und dann kam leicht die Limette raus. Ja. Das zweite stecke ich rein, habe wahrscheinlich eine Ultra-Pulverstelle erwischt und es hat einfach nur geschmeckt wie Spülmittel. Ja. Als hätte jemand Spülmittel irgendwie irgendwo hingekippt oder irgendwas, das müsst ihr natürlich immer aufsaugen, das ist ganz klar. Wir probieren mal ein drittes. Das ist wie eine Limetten-Essenz, was da drauf ist. Und das ist ja richtig penetrant. Na, mit dem kann ich echt nichts anfangen. Also auch das dritte schmeckt jetzt plötzlich so stark nach Limette, dass ich mir sage, ich merke absolut gar keinen Unterschied mehr zwischen Nitro und Fuego. Die sind beide knallrot. Die sind sehr scharf im Abgang dann. Das baut sich richtig auf, das merkst du. Aber die schmecken so extrem nach Limette einfach nur, dass das gefühlt genau dieselbe Sorte ist. Kann ich jetzt nicht hier einfach in den Raum stellen, so könnt ihr ja mal, wenn ihr die beiden Sorten kennt, Fuego und Nitro, wenn ihr die mal vergleicht, schreibt es mal rein. Ist auch wieder was ich nicht mag. Mein Favorit immer noch Dragon Sweet Chili. Aber das Extreme ist ja auch nicht, ist aber auch, stimmt im Prinzip auch nicht, weil das ist ja... Ja, extrem, also
Ja, die essen ja viel scharf und so, deswegen. Wenn ja, jetzt, gut, aber. Denk an die TikTok-Kiddies, die mit 13 Jahren so ein Ding essen und tot umfallen. Ja. Dann werden die Takis verboten in Deutschland. Ja, hoffen wir es nicht. Da ist das schon extrem. Beim nächsten Mal haben wir dann die Takis extra hot. Und die sind nicht extrem, sondern die sind Experto. Und was das ist, ob das schärfer sein soll, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und. Das ist Limette. Das ist nix. Keine Ahnung. Wenn es euch schmeckt, okay, für uns ist es nix. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao. Viert euch!